Jo Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt's das Finale von meinem Duo Nobled Cup. Es ging um 1000 Euro Preisgeld. Das war zusammen mit Epic Games. Falls ihr mehr solcher Turniere sehen wollt, würde mich freuen, wenn ihr den Daumen nach oben da lasst, ein Abo da lässt und schreibt mal in die Kommentare, wenn ich nochmal so ein Turnier machen sollen. Was für ein Modus es sein sollen, hätte sollen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Gut. Erste Runde geht los vom Cup-Chat. Let's fucking go. Ich darf mein eigenes Turnier hosten. Wie geil ist das denn bitte? Und hier haben wir Whippix und Craxy gegen Robnik und Magicken. Magicken, Robnik, mein Squad. Die wissen, wie man den Spot spielt, weil die meine Strats haben. Gute Hits von Robnik. Einer schießt Crack. Jetzt entscheiden sie sich zu pushen, glaube ich. Impulsgranate drinne. Robnik geht rein, ist jetzt im 2v1 aber. Sieht beide. Schöne Hits. Gegner 1, Gegner dead. Und jetzt das 2v1. Craxy gegen Magicken und Robnik. Wird das der erste Offspawn-Kill sein? Low HP. Und sie holen sie. Wichtig. Wichtige Kills für Robnik und Magicken. Die ersten 4 Punkte gehen auf ihr Konto. GG's. Und hier wird gefightet. Royal Sven und Fabi gegen Vinny und Jay. Vinny und Jay können zur Legende werden. Im 2v1 jetzt. Vinny misst den Pump. Geht down. Und Jay jetzt im 2v1. Holt ihn! Let's go, Jungs! Meine Mods! Vinny und Jay holen sich Sven und Fabi. Jetzt wird sich angeschnickt. Nee, nevermind. Er impulst weg. Ripex und Stompy oben auf dem Tower. Und Krylex und Testing mit dem Finish. Hype, zeigt deinen Controller eben. Und Leon dead. Jetzt wird gepusht. Testing alleine. Starker Bump. Und er holt sich ihn. Hype, 15 HP aber nur. War doch noch knapp. Haben aber jetzt starken Loot. Und, na, schade. Impulsgranate hat nicht getroffen. Die aber, die trifft. Deren Wand ist kaputt. Und sie sind nicht mehr offen. War ein gutes Positioning hier von Shader. Und dann wurde wer Headshot-Sniped, glaube ich. Guter Impuls von Robnik. Kompletter Free-Kill. Und Luis jetzt alleine vor denen. Travis. Zeig, was du drauf hast, Travis. Robnik und Magicken. Holen sich jetzt lieber den Finish. Top-8-Situation. Niemand will jetzt sterben, Chat. Jetzt gibt es die dicken Placement-Points. Okay, ich spiele hier den Tarzan. Maybe ist das der Play, hier Tarzan zu spielen. Ist auf jeden Fall ein gutes High-Positioning, womit keiner rechnen wird auf dem Baum. Top-8-Situation. 5 Teams noch. Dezino jetzt dead von Jan. Jetzt wurden sie gescoutet. Gute Hits auf Shader. Und jetzt sind sie, glaube ich, das einzige Duo, die noch leben. Oh, One HP. Baum fällt. Sheet-Bubble ist geworfen. Gute Sheet-Bubble hier. Peace Control at Slow. Magicken wird one pumped, aber kriegt maybe jetzt den Rest durch. Beide Knock aus dem Team. Aber hier Nagli mit dem Nachteil, mit Low HP. Und er kriegt den maybe den Rest durch. Gewinnen Robnik und Magicken die erste Runde. Halt's Maul, Digga. 5 Splasher noch. Und der andere Rest nicht. Das ist das 2v1 jetzt. Ist Low HP. Sie haben den HP-Vorteil. Sie haben den HP-Vorteil. Und Magicken holt sich den Kill und sie gewinnen mit 7 Kills. Holy moly, Digga. Was? Erste Runde direkt von meinem Squad gewonnen. Sehr, sehr stark, Jungs. Wieder im 2v2. Gegen Tridan. Tridan 1 HP. Tridan 1 HP. Er lebt noch. Okay. Er leben beide noch. Treebox 1 HP. Dead. Beide dead. Nice. Ein Sekunde noch Knock gegangen. Und sie sind wieder dead. Ja, maybe für die nächsten Runden Treebox und Tridan woanders landen. Und werden jetzt nochmal gelandet on. Von einem neuen Duo. Von Glubschi und Flixi. Krylex tot. Barry jetzt alleine. Wirft die Bunker, ist aber jetzt stuck da unten. Oh, Flixi kriegt gute Hits rein, muss aufpassen. Und die gehen dead. Aber maybe jetzt der Cleanup von Nico. Nico und Squeezy clean jetzt Glubschi. Ne, jetzt das 1 gegen 1. Flixi gegen Nico. Impulsgranate nach oben. Beide Impulsgranate nach oben. Nico keine Air-Money mehr, aber mit der Hebel-Shotgun. Die könnte jetzt klatsch sein. Cheat-Bubble ist geworfen. Nico ist so am Zittern, Chat. Er ist so nervös. Er spielt gegen Flixi, 4 HP. Und er geht dead. Und Flixi kriegt den Rest auf Glubschi durch. Stark. Gute Kills auch für die. 5 Kills schon. Weil es gibt kein No-Build-Arena gerade. Starker Impuls jetzt von Vertis. Ariana jetzt komplett open. Wird aber von niemandem gesehen. Aber sein Mate Nakes geht dead. Snow holt sich Shader. Da wird jetzt gepusht. Noms und Snow pushen jetzt rein. Wollen, glaube ich, den Finish haben. Starke Impulsgranate, von wem auch immer.
Starke Pumps hier. Senku und Imels bleiben einfach zusammen. Heal off ein bisschen mit der Splash Cannon. Beta wird jetzt abgeaimt. Starke jetzt hier von Ariana. Und Singsword und Isof Benfica holen sich die Kills. Top 9 Situation. Wert ist 4 HP. Oh, das sieht sehr, sehr gut aus hier bei Snow. Oh, starke Impulsgranate. Q-Double ist geworfen. Ariana wird halt gewonpumpt. Noms verliert das Aim-Duell gegen Captain Beta. Aber sein Mate geht knock. Nee, Snow lebt noch. Snow kann sogar Klatsch gehen. Und jetzt ist es das Top 5. Quenti und Vertus mit 4 HP. Snow holt sich. Wen holt er sich? Quenti. Quenti dead. Und jetzt ist es Singswood. Isof Benfica gegen Snow. Das 2v1. Er könnte es klatschen. Hat aber den HP-Nachteil. Holt sich den ersten. Und jetzt ist das 1 gegen 1. Jetzt ist es das 1 gegen 1, Chat. Er braucht eigentlich den Finish für die 2 Punkte. Oder er geht sogar voll auf den Win. Starke Hits. Der Gegner ist so nervös da oben. Was macht der da? Und er gewinnt die Runde alleine als Solo. What the fuck? 10 Kill-Win von Snow. Halsmaul. Was haben die da gemacht zu zweit? Ja, da fehlt auch manchmal die Confidence, Chat. Noms 0 Kills. Noms natürlich anders im Rucksack. Da gehen wir jetzt in den Call rein und fragen, was da los ist. Digga. Hallo? Hallo? Ja, moin, was geht's? Was war da los, Noms? 0 Kills? Digga, da war pure Emotion gerade, Digga. So, also ich muss mich hier jetzt erstmal freireden. Ja? Ich habe sehr viel Damage gemacht. Okay. Digga. Und einmal bin ich fast gestorben im Midgame. Digga, ich weiß, ich wurde gerade weggeschockt, okay? Und dann, Digga, ich bin da in irgendein Duo reingefallen. Dann bin ich da irgendwie wieder weggekommen, bin zu Noms gekommen. Dann hat mich ein Duo gepusht, hab die 2v1. Hab ich gesehen. Und dann hab ich nochmal einen Solo gepusht, den hab ich auch getötet. Hab ich auch gesehen. Und Digga, ich weiß nicht, was das Duo da am Ende gemacht hat, aber Digga, also die hätten das 100% gewinnen müssen, so, aber... Digga. Und Prey wird jetzt gepusht von Pluto. Pluto ohne Pump. Er sieht seinen Fuß, seinen Zehennagel, seinen Zehfuß. Gegner Sheikrack. Beide jetzt hier drinnen. Stark. Beide one jetzt. Jetzt haben sie den VP-Vorteil, Chat. Skype dead. Taki dead. Nee, Prey dead. Nee, wer ist das? Prey, doch. Und Taki und Pluto gewinnen. Let's go, Chat. Nee, sie landen drüben auf den. Sie landen. Das ist sehr, sehr gut für Magikin und Robnik, die maybe jetzt den Cleanup starten können. Ja, hier wird gefightet. Very down. Der Mate von Very ist irgendwie schon unterwegs, wo auch immer. Und das haben natürlich Robnik und Magikin mitbekommen. Die aber jetzt erstmal noch ein bisschen hochlooten. Starke Hits. Erster Gegner dead. Und Wipex jetzt im 2v1. Shieldcrack. Sehr, sehr starkes Pistol-Aim hier von Robnik. Und Vipex padded weg. Magic can aim. Robnik aim. Crack. Und Shibab ist geworfen. Aber jetzt haben sie den Vorteil. Haben Jonas Seas für sich. Können in Ruhe looten. Und können wieder ein bisschen in den Standings hochrutschen. Und hier in Rocky haben wir einen Fight. Brady und Stravox gegen Damian und Fritsche. Starke Hits. Fritsche low. Stravox aber jetzt auch low HP. Brady holt den ersten. Damian, gute Hits. Ah, oh, ja, jetzt das 2v1, Damian tot und Fritschit auch down. Stravox und Prady gewinnen. Und hier wird irgendwo einer gebeamt. Wer wird hier gebeamt? Ich glaube, das ist Stompy, der hier irgendjemanden beamt. Magikin, fight gegen Noms, Magikin down, Robnik jetzt alleine. Gute Hits hier von Robnik. Noms wird rausimpulst. Ist gar nicht Robnik, glaube ich. Der fightet woanders. Doch, Robnik mit dem Kill auf Rice. Und Snow geht knock. Noms jetzt alleine. Ripex und Stompy noch als Duo. Sneaken sich jetzt hier an den Bunker ran. Top 17 Situation. Und Hype und Janda sieht sehr, sehr gut aus. Loot HP-mäßig sieht sehr, sehr gut aus. Alle Sheet Bubbles werden geused. Jeder, der sie noch welche hat. Und da oben wird gefightet. Ripex, starker Pump gegen Ariana und Stompy und Ripex holen sich die Kills. Werden aber jetzt gecleanupt von Tini. Können aber in ihrem Bunker safe sein. Und sind sie auch. Nächster Bunker platziert. Hier unten haben wir Hype und Jan. Gegen Polier, der heftigen Pump trifft. Noch ein Gegner reinimpulst. Überlegen sich doch jetzt ein bisschen defensiver zu spielen. Ripex gegen Knock, Smooth Knock. Und jetzt ist das 1v1 Stompy gegen Tini. Oh, die Sheet Bubble. Die macht ein bisschen Auge. Der Finish geht durch.
Zombie immer noch alive. 5 AP, dead. Top 9 Situation. Jetzt passiert hier viel. Nächster Kill für Leon. Und Nico geht dead an Jan und Hype. Tini noch als Solo live. Hat den Highground, aber ist in der Zone. Muss jetzt rein, ist drinne. Wird gebeamt von Hype. Gute Hits von Hype. Top 5 Situation. Digga, was passiert hier? Cheap Bubbles überall. Die Leute sind am Chillen. Tini ist der einzige Solo. Hype wird rausgepulst. Kann aber wieder reinimpulsen. Und ist jetzt oben auf dem Berg. Mit dem God Position. Wird aber wieder rausgepulst. Aber kann wieder reinimpulsen. Hat wieder die God Position. Und wird wieder rausgepulst. Und kann wieder reinimpulsen. Hat aber jetzt nicht mehr die Position auf dem Berg. Und geht jetzt dead an Polia und Juan. Jan im Fight gegen Tini. Jan aim komplett gepopelt. Und jetzt das 2v1. Tini gegen Juan. Und geht dead. Und Polia und Juan gewinnen die Runde 8. GG's. Der, wie episch das immer am Ende ist mit den Impulsgranaten. Starke Runde. Sehr, sehr viel Loot halt in der Runde unterwegs gewesen. Viele Sheet Bubbles. Dadurch wurde es am Ende echt noch übelst unübersichtlich und stacked. Und hier wird auch gefightet. Race Chick alleine gegen Losty und Quentix. Wird jetzt gelandet on. 2 gegen 1. 2 gegen 1. Race Chick. Aiming nicht so gut. Und das reicht auch nicht. Geht dead. Und hier wird Fori gepusht. Von Holy und Panix. Fori jetzt alleine. Wird gepumpt. Crashpad ist geworfen. Nochmal Crashpad. Reicht aber nicht. Geht genauso dead. So, und jetzt ist hier mal was passiert. Juan ist knock. Poli alleine. Der Platz. Der erste Platz aus der Runde gerade. Oh, er misst den Pump. Er ist so nervös. Und dead. Poli dead. Tini immer sehr, sehr viel mit Impulsgranaten. Oh, haut Dave Knight raus. Dave Knight jetzt open field. Kriegt gute Hits rein, kann aber wegimpulsen. Und Much jetzt alleine, wird gepusht. Starke Hits von Much. Aber 2v1 geht dead und Dave Knight ist alleine, muss eigentlich abhauen. Und Butter Express chillt hier einfach nochmal mit dem Busch. Den juckt gar nichts. Warte, Dave Knight rennt in ein neues Zweierteam rein, ja. Oh, 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 oh. Nein, nein, schade, Digga. Schade, Dave. Unlucky, dass direkt ein neues Team kommt. Und hier haben wir Glubschi und Flixi. Haben gerade gefightet und da kommen schon wieder Ariana und Nakes. Die haben sich heute richtig lieb, die zwei Teams. Die haben Bock, jede Runde zu fighten. Und da wird Impuls. Flixi pusht komplett rein. Jetzt haben sie hier das 2v1. SMG. Erster Spieler tot. Kann er die Sheetbubble werfen? Er kann die Sheetbubble werfen. Nakes jetzt alleine. Stark gespielt, aber auch ziemlich wild von Flixi, da rein zu pushen. Die spielen das echt smart runter, Chat. 5 Kills schon wieder, sind noch voll am Leben, voll fein. Wenn es so weitergeht, gewinnen die heute das Turnier, hundertprozentig. Was hat Magic gemacht? Digga, das muss ich mir gleich unbedingt angucken, wie er gestorben ist. Das muss ich gleich im Stream zeigen. Oh, Nagli, 1 HP. Und der Bunker ist geworfen. Top 12. Damian wird gerusht, aber sein Mate gibt ihm Rücken. Krass doch, wie viele Leute Sniper spielen. So, Ridan ist solo. Robnik ist solo. Snow ist. Holt sich den ersten, aber reicht nicht für den zweiten. Und maybe geht der Rest sogar jetzt durch. Jetzt sind sehr, sehr viele Leute noch, Chat. Es sind gefühlt alle solo, die leben. Ich glaube, es lebt kein Duo mehr. Doch, neues als Nico und Daisino. Sind noch als Duo am Leben. Und hier wird revived. Also noch ein Duo. Aber sehr, sehr viele Nox gerade. Haben aber noch guten Loot. 3 Splasher. Beide wieder Full HP, pushen jetzt Damien und Fridge, oder? Wird das ein Push? Ich glaube schon. Ja. Damian muss jetzt Meta machen, zieht durch. Wird aber aus der Luft komplett weggefressen. Keine Ahnung, der. Er ist einfach instant dead. Oh, oh, oh. Nagli jetzt hier low. Werden maybe gepusht in der Sheet Bubble. Beide jetzt Low HP. Jetzt wird hier voll gepusht. Erster Platz wird gepusht, Chat. Dead. Shader dead. Holy shit. Komplett hops genommen. Komplett umgerascht. Und jetzt ist es das 2v2. Kontik und Nico und Desino.
Wer gewinnt die Runde? Impuls ist geworfen, der Sino. Keine starke Impuls. Naked Dead, Kontik alleine. Und nice 1, Nico und der Sino gewinnen die Runde mit 6 Kills. Sehr, sehr stark, Chat. Vorletzte Runde ist zu Ende. Oh, Flixi. Keine Doom Moves jetzt. Keine Alleingänge. Starke Hits. Aber geht dead. Ariane aber auch direkt dead. 1v1 jetzt. Nakes gegen Glubschi. Glubschi mit einer grauen Pump. Starker Pump. Crack. Hat jetzt den AP-Vorteil. Stark. One HP der Gegner. Er will nicht umfallen. Immer noch One. Hat sich einen Flopper gegönnt. Will den Finish holen, aber schafft's nicht. Nate's dead, schade. Ich hätte gedacht, es wird noch mehr gedoublekeyed, aber hier wird jetzt gedoublekeyed. Dropnik und Magickin. Wir wissen, die müssen fighten, die müssen Kills machen, damit sie Earnings kriegen. Starker Pump hier von Flo. Gegner One. Gegner dead und jetzt das 2v1. Shield Crack. Wenn er paddelt, dann haben sie ihn. Wenn er paddelt, dann haben sie ihn. Hundertprozentig. Stark. 1 HP. Dead. Starke Kills wieder. Earnings, ja. Holen sich den nächsten Kill. Platz 3 auch tot. Warte mal, das sieht gut aus. Wenn Robnik die Runde gewinnt, könnte es gut aussehen. Top 6 Situation. Skype, ja. Muss jetzt aufpassen. Haben aber schon 6 Kills. Aber die Runde auch zu gewinnen wird schwierig. 9 Kills. Sie haben schon 9 Kills, Chat. Ich glaube, dass der erste Platz denen gehört, wirklich. Ich weiß nicht, wer noch vor denen kommen sollte. Oh, Kugel kommt. Sie spielen ein bisschen Fußball. Oh, Robnik wird komplett weggebeamt von 2 Teams gleichzeitig. Magickin jetzt alleine, muss durchziehen mit der Impuls. Das war's jetzt. Und da vorne wird gefightet. Magickin wird nochmal gepusht. Nagli jetzt auch tot. Shader alleine. Ne, oder? Ne, ist ein Bug. Sorry. Alles zurück. War ein Anzeigebug. Unlucky für Robnik. Magickin muss jetzt allein klatsch gehen. Und Skype und Prey jetzt hier mit dem Res. Die haben es nicht gesehen. Bunker werfen. Danke. Er hat Minis und ein Medkit. Top 10 Situation. Oh, Prey kriegt 2 Headshots rein. Oh, sogar die Sniper gecarried. Der Pilz oben ist echt OP. Oh, Prey pusht jetzt. Shader 1 HP. 5 HP geht dead. Nagli maybe mit dem Res. Nee, das Sky will das fighten. 1 gegen 1. Er will nur finishen. Oh, Nagli. Beide am Throne. Nagli aber mehr am Throne. Bunker ist geworfen. Kann seine Shotgun nachladen. Oh, Nagli wieder am Throne. Holt sich aber den Kill. 11 Kills, ist jetzt solo. Maybe könnt Poli und Huan noch holen. Top 7 Situation. Magickin auch noch alive. Als Solo. Aber kein guter Loot bei ihm. Guter Bunker. Wird aber jetzt Fokus von der Chroma eher wieder. Muss jetzt, glaube ich, moven. Das weiß er auch. Und er ist dead. Nagli dead. Top 6 Situation. 2 Duos, 2 Solos. Und die Duos fighten gleich. Shield Bubble ist geworfen. Jetzt müssen sie in Zone. Ja, wie viele Pilze da sind. Buddha Express jetzt Shield Crack. Muss aufpassen. Buddha Express tot. Magickin immer noch in Live-Chat. Ich weiß nicht, wer zweiter Platz wird. Poli und Huan haben schon eine Runde gewonnen. Maybe mit dem Win könnten sie es schaffen. Impulsgranate kommt. Magickin fliegt raus. Und jetzt wird gefightet. Husli pusht jetzt rein. Macht aber nicht wirklich Damage auf die Gegner.
Und jetzt noch immer zwei Solos. Magic gewinnt von hinten von Fori überrascht. Und Fori hat ein 2 gegen 1 gegen Polia und Juan. Hochimpulst. Wird rausimpulst. Hat noch einen Impuls. Kommt wieder rein. Will den Bunker werfen. War die andere falsche Entscheidung wahrscheinlich. Und wird gekillt von Polia und Juan, die einen neuen Killwin machen in der letzten Runde. Und damit, Chat, haben wir es jetzt entschieden. Der Cup ist zu Ende. Der erste Kato Cup ist zu Ende. GG's in den Chat. Und wir gucken jetzt in die Standings rein, Chat. Nach der letzten Runde. 1000 Euro Preisgeld wurden rausgehauen. So, Chat, gewonnen haben Shader und Nagli gewinnen den Cup mit 306 Punkten. Das sind 40 Punkte mehr als Platz 2. Aber auf Platz 2 Nice 1 Nico und Daisino. Sie haben es noch geschafft, trotzdem Zweiter zu werden. Ich glaube, mit einem Win hätten Robnik und Magic noch ein paar mehr Kills hätten sie es schaffen können. Genau wie sie Noms und Snow. Sie hätten es auch noch schaffen können. Mit einer guten letzten Runde. Ich glaube, die letzte Runde war nicht so gut. 14. Platz nur. Das tut weh. Also GG's, Freunde. Das war mein allererstes Turnier, was ich jemals gehostet habe. Ich hoffe, wir machen sowas nochmal. Also ich kann es euch nicht hundertprozentig versprechen, aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war zum allerersten Mal, dass ich sowas gemacht habe, organisiert habe, gehostet habe und alles Mögliche. Gute Orga, Dankeschön. Dankeschön, Jungs. Falls ihr mir was schreiben möchtet, Chat, was ich hätte besser machen können, was ich ändern kann, was nicht so gut lief oder so, könnt ihr mir gerne schreiben. Ich nehme alles zu Herzen, lese mir alles durch. Und ja.